Lego hat schon wieder ein Set abgesagt. Die genaueren Einzelheiten erkläre ich dir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zur ersten News-Folge von Die Noppe. Wie schon erwähnt, sagt Lego ein Set ab. Und zwar das Lego City Ganoven-Versteck, ein Set mit dem neuen Straßensystem. Und auf dem Dach war eine Dynamitstange gebaut, nicht in echt. Ist ja alles Lego. Und das ist der Grund, weshalb man vermutet, dass dieses Set nicht erscheint. Zumindest vermute ich das. Und Lego hat sich auch geäußert, nämlich dass sie die Welt so darstellen wollen, dass sie für Kinder Spaß macht, positiv und angemessen ist. Und das sehen sie bei dem Set nicht. Und deshalb wollen sie es nicht auf den Markt bringen. Ist natürlich jetzt ein bisschen früher als bei der Osprey. Die Osprey ist ja auch schon in dem Katalog vom letzten Jahr drin gewesen. Bei dem Set ist es nicht so weit gekommen. Wobei man in einem Katalog irgendwo auf der Welt ein Bild davon hatte. Und immerhin mussten sie es jetzt nicht irgendwie vom Markt zurückziehen, dass da irgendwelche Leute, die das Set dann hatten, dann mit viel Gewinn verkauft haben. Das war bei der Osprey dann nochmal so ein Thema. Solche Konsequenzen haben wir hier jetzt Gott sei Dank nicht. Ist aber trotzdem schade für diejenigen, die sich auf das Set gefreut haben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Die Noppe. Beim nächsten Mal vielleicht auch mal wieder mit einem Set und nicht mit so einer traurigen Meldung. Aber bis dahin und tschüss.